Das ist ja schon hier. Jo. Was machen wir denn heute? Du machst am Bus wahrscheinlich weiter, ne? Ja, ich denke mir mal, ich fange jetzt mal richtig an zu wühlen, ne, die Kabel rausreißen und die Rampe da hinten abzuschrauben. Ach, das ja. ist ja auch noch eine ganze Aktion. Ja. Ne? Der Ausbau von dem Bus jetzt und der, ich sag jetzt mal, Suche nach einem neuen Zuhause haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, weil der Bus wird jetzt ja ausgebaut, dann geht er aufs Festland und dann machen wir ja dort Touren in Staaten, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und was bei uns jetzt daraus entsteht mit einem neuen Zuhause, da haben wir jetzt auch keine Eile. Amerika ist so riesig, so groß, da kannst du noch tausend Sachen entdecken. Und das können wir ja nach wie vor auch noch machen. Ne? Und wenn man dann sein eigenes Wohnmobil hat, ist ja noch viel besser, als wenn du so eine gemietete Möhre nimmst, die viel Geld kostet und unterwegs noch kaputt geht. Würde ich mal sagen, ich ziehe mir mal ein paar alte Klamotten an. Mhm. Und dann fange ich an, die Rampe da rauszuruppen. Egal, wo sie auch wohnen werden, ihr Bus wird in Texas auf sie warten, wenn er denn mal fertig ist. Aber bevor ausgebaut werden kann, muss rausgebaut werden. Wir fangen jetzt mit dem Ausbau an, um überhaupt den vorzubereiten für den Ausbau. Ne? Also diese ganze Technik hier, das ist alles für den sogenannten ja, Schuhbus als solches, eine Blinkanlage, Funkanlage und was nicht alles. Das brauche ich nicht. Auch das Schild draußen, was rauskommt, wenn der Bus steht, das kommt alles raus. Und was ich davon natürlich, ich kann diese ganzen Sachen hier, die Sicherungsblöcke, die Relais und das Ganze, das kann ich natürlich alles gebrauchen. Nur eben nicht in dieser Form. Eine Klimaanlage könnte Conny aber schon gebrauchen. Sie ist jedoch das Sorgenkind hier im Schulbus. Bei der Klimaanlage bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die hier bleibt. Da muss ich, weiß ich noch nicht so richtig. Kann auch sein, dass ich die hier mittig platziere und die Luft mit Kanäle über Kanäle dann weiterleite. Das kann ich, das entscheide ich, wenn das Bett, also die Plattform fürs Bett dann irgendwann drin ist. An der Klimaanlage hat sich Conny schon bei der Überführungsfahrt kalte Finger geholt. Jetzt wird die Leitung auch kalt. So. Kannst du den Motor noch mal anmachen? Oh, hat geläuft. Ja, jetzt läuft er. Um sich die Finger gleich danach wieder am Kühler zu verbrennen. Verkehrte Welt im Reimann-Bus. Das Problem ist, das ist jetzt sehr heiß in Texas. Im Hochsommer ist also 40 Grad ganz normal. Ja. Und wenn es dann mal extrem wird, dann wird es mal 42 Grad. Oder 45 Grad. 45 Grad ist schon sehr, sehr warm. Mhm. So, jetzt ist der Wärmetauscher von der Klima, der ist hier. Und dahinter ist der Wärmetauscher von dem Motor. So, und der Wärmetauscher gibt jetzt die Wärme in die Richtung ab. Aber dahinter ist ja der Kühler für den Motor. Das heißt, er wird zusätzlich aufgeheizt. Und ich habe jetzt die Klima ausgemacht und die Temperatur ist sofort runtergegangen. Weil irgendwo ist ja auch eine Undichtigkeit, wo das Kältemittel aus den Leitungen rauskommt. Und dann mache ich am besten gleich eine Grundüberholung. Ja. Gut, das wird jetzt eine größere Aktion hier, aber das mache ich nach und nach die ganzen Teile raus. Das brauche ich ja nicht mehr, weil hier soll ja das Bett hin. Also hier soll das Bett hin. Wie gut, dass Conny und Manu die Inneneinrichtung nach einem Kaufrausch bei einem Campingspezialisten in Deutschland schon so gut wie beisammen haben. Sehen Sie nun Probeliegen à la Reimann. Ja, willst du mal rüber? Oh, doch. Manu, nein. Oh. Notiert. Nein. Sie sind magnetisch. Ja, gut, und da kann man sogar echt begeistert nehmen. Ich bin begeistert. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Das ist ja richtig schön. Aber erstmal den Bus so rauf vorbereiten, dass das alles leer ist. Die Sitze kommen auch raus. Das kommt auch raus. Dass wir einfach dann praktisch den leeren Raum haben. Das ist wichtig. Das Ding kommt auch raus hier. Das stört. Und da Conny natürlich schon seinen Plan im Kopf hat, wie das Ganze aussehen soll, könnte er jetzt einfach loslegen. Aber was muss er stattdessen? Diskutieren. Und das ist mal so gar nicht sein Ding. Was wolltest du, mein Engel? Ich finde die Decke richtig schön, muss ich sagen.
Ich finde die schön. Ich finde, die müsste man gar nicht machen. Erstens ist sie sauber. Mein Engelchen, die Decke kommt raus und da kommt Holz rein. Finde ich gar nicht notwendig. Das macht nichts, ich mache das. Es ist völliger sinnloser Kram, wenn du eine Isolierung da unten hast und hast Löcher drin. Was ist denn das für eine Isolation? Vielleicht ist da ja gar keine Isolierung drin. Okay, also Aufteilung, Bus, so wie der kleine Bus. Das heißt, hier kommt das Sofa, dann die Küche, hier kommt die Essgruppe. Schade, dass wir nicht noch so eine haben. Ich würde die ideal finden zum Wir haben keinen Platz dafür. Die kann ich nicht drinnen lassen. Ist die größer als... Manu, wo soll ich das denn... Wo möchtest du, dass ich das einbaue? Nein, hat ja gar keinen Sinn. Wir haben ja nur eine. Wir brauchen ja zwei. Aber wofür? Zum Sitzen, zum Essen. Schrank oder Kühlschrank? Das weiß ich nicht. Ja, also Schrank oder Kühlschrank. Dann geht's mit Dusche schon weiter und Toilette. Ja, entweder gegenüber. Und dann ist hier das Manu. Bett. Manu! Es gibt ein wichtiges Gut heutzutage, was sehr wertvoll ist. Ruhe. Im Sinne des Familienfriedens einigt man sich schließlich auf die klassische Reimannsche Arbeitsteilung. Ja, das Projekt Bus fängt jetzt an. Conny fängt jetzt an, ich glaube, sich erstmal um die ganzen Kabel zu kümmern. Was rausgerissen werden muss, was bleiben darf und so weiter. Und ich kümmere mich jetzt mal um Stoffe. Ist zwar noch ein bisschen früh, aber ich kann ja schon mal gucken, was ich so vorrätig habe, was man bestellen kann. Und weil es dauert ja auch eine Weile, bis so ein Stoff dann auch da ist. Und kann ich ja schon mal gucken. Also dann müsste ich jetzt bei Stoffen gucken, Bezüge für die Sitzgruppe, Bezüge wahrscheinlich fürs Sofa, weil das wirst du ja selber bauen. Wahrscheinlich, ja. Und Vorhänge. Ja, ja. Okay. Hier ist noch das, meine Sitz und hier und das Kissen. Okay. Kannst du dann mitnehmen zum Waschen? Mit. Okay. Ich werde jetzt mal mit einem großen Seitenschneider hier durchgehen und noch ein paar Kabel rausklemmen. Mach das. Ne? Okay. Ich suche mal nach Stoffen. Otto Normalschrauber bekommen in diesem Kabelsalat vielleicht feuchte Hände. Wer weiß schon, wo die alle hinführen. Und für was die gebraucht werden. Nicht mal Conny weiß das. Ich glaube, ich muss diese ganze Verkleidung abnehmen, damit ich auch die ganzen Kabel verfolgen kann. Weil jetzt nehme ich ja nur das Tableau hier raus. Aber ich will ja auch die ganzen Kabel, die überzählig sind, einfach raus. Dass wenn man mal irgendwie Theater hat, dass du nicht jetzt eine Stunde lang noch suchen musst, sondern hast du nur zwei, drei Kabel und dann ist gut. Die meisten Kabel waren für die Sicherheitsausstattung des ehemaligen Schulbusses zuständig, glaubt Conny zumindest. Der Platz ist nachher oder später dafür da, um unsere gesamte Technik, Umformer, Gleichrichter und sowas hier einzubauen. Entweder, also teilweise hier und hier haben wir dann auch noch mal Platz für Umformer oder was auch immer. Ne? Wahrscheinlich werden wir von dem ein paar Blöcke wieder benutzen und dann gucken wir es mal weiter. Ich will ja nun auch nicht den Bus komplett auseinanderpflücken. Ne? Nur diese ganzen Kabel, dieses ganze Gewehr, das muss ja irgendwo, ja, weiß nicht, geht ja irgendwo hin, ist für irgendwas, aber was nicht mehr da ist. So, jetzt gucken wir mal, ob die Kiste noch anspringt. Gut. Beim Ausbau läuft es. Die Innendesignbeauftragte quält sich noch etwas mit der Auswahl der Stoffe. Naja, es muss auf jeden Fall, also vom Muster her, muss es halt schon ein bisschen was Zeitloses sein, ne, was man heute genauso mag wie in 5 Jahren. Und von daher würde ich halt eigentlich gerne irgendwas ein bisschen Unkomplizierteres nehmen. Vielleicht mehr so in die Richtung. Dann brauchen wir ja noch Vorhänge, also soll natürlich kein kunterbuntes Muster dann da drin sein. Die Sitzgruppe so, die Vorhänge so und das nächste dann so, Kissen brauchen wir auch noch. Also es muss halt schon irgendwie ein bisschen harmonisieren, ne? Dass man nicht einen Schreck kriegt, wenn man da reinkommt. Jetzt nur keinen Fehler machen. Was nützen die schönsten Vorhänge, wenn trotzdem jeder reingucken kann? Ich würde sagen, ich würde die hier in die engere Auswahl nehmen. Einmal hier als Vorhang, der ist zwar schon recht dünn, aber er blockt
Blicke, wenn man drinnen Licht anhat. Und den finde ich eigentlich ganz gut. Und den finde ich auch richtig schön. Vielleicht so für Bezüge. Den müsste man halt noch mal ein bisschen in einem anderen Material kriegen, weil das ist zu dünn dafür. Aber kann ich ja mal gucken. Es ist ja alles möglich, ne? Was ist denn eigentlich mit der Mitsprache des Gatten? Oder wird der vor vollendete Tatsachen gesetzt? Ich glaube, dass sich Conny auch dafür entscheiden würde. Der mag ja auch gerne blau. Grün mag er zwar auch gern, aber ich glaube, das ist unkomplizierter. Also ob Conny gerade einen Sinn für Designfragen hat, darf bezweifelt werden. Denn er ist dabei, ein Riesenloch in den Bus zu machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Klappe vielleicht rauskriegen, weil dann ist das einfacher, das Ding zu zerlegen. Das ist eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Aber wir wollen jetzt erstmal ja sehen, dass wir das Ding so leicht wie möglich machen. Damit wir das Ding auch irgendwie, keine Ahnung, wegschmeißen können oder so. Weil ich brauche das ja nicht mehr. Das heißt... Genau, das heißt, es kann dauern. Insgesamt wiegt die Rampe bestimmt 200 Kilo. Wir kürzen das Ganze hier mal ab und springen zu dem Punkt, an dem es wieder interessant wird. Wenn schweres Gerät eingesetzt wird, im T-Shirt und Schlappen. Merkst du noch was, Conny? Muss ich das merken? Nö, ich kriege heute nicht. Gut, Conny merkt nichts, zumindest vom Funkenflug. Aber beim Transport von zentnerschweren Metallteilen empfiehlt die Berufsgenossenschaft nicht ohne Grund Schuhe mit Stahlkappen. Ein bisschen ausfegen oder ist gut, ne? Manu holt sich derweilen Inspiration im Internet. Der Ausbau von Schulbussen ist in den USA eine Art Volkssport. Terrasse obendrauf. Geil! Ja, ich habe jetzt gerade eben ein Foto entdeckt. Da hat jemand eine Dachterrasse auf dem Bus gebaut. Finde ich auch witzig. Ist natürlich dann noch mehr eine Bremse, ne, wenn man fährt. Vielleicht ist das mehr was vielleicht für so einen kleinen geparkten Bus oder so, der nicht so viel Kilometer fahren muss. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das kriege ich bei Conny nicht durch. Aber ich habe ganz viele Busse jetzt gesehen, die auch so eine Holzdecke haben, weil ich ja eigentlich die andere Decke behalten möchte. Aber das sieht richtig schön aus. Also tolle Tipps, muss ich echt sagen. Ein paar Sachen werde ich Conny auf jeden Fall zeigen. Wie gut Manu ihren Conny nach so vielen Jahren kennt, sieht man schon am Timing. Gerade ist er mit der schweren Arbeit fertig geworden. Hello. Hello, mein Engel. Frei sich das Schlafzimmer. Mhm. Aber die entscheidende Frage kommt jetzt. Wird Conny sich für den blauen Stoff entscheiden? Guck mal, das ist nur eine Idee, ne? Das wäre so zum Beispiel Bezüge für die Polster. Und das sind die Vorhänge dazu. Nicht? Und das wäre auch eine andere Farbe mit den Vorhängen dazu. Nee, dann lieber das hier. Oder das mit den Vorhängen dazu. Nee, das. Wusste ich. Das dachte ich mir schon. Ja, wie geht es jetzt weiter? Also, wir müssen jetzt erstmal warten, dass die ganzen Teile rankommen. Wichtig sind dabei die Matratzen. Mhm. Dass, wenn wir die haben, dann können wir schon mal die erste Wand praktisch ziehen. Mhm. Ja, auf der Seite und auf der Seite. Mhm. Der Durchgang kommt hier in der Mitte. Und dann können wir aufteilen. Und dann kann ich auch los und mir die Ersatzteile für die Wände für die Dusche holen. Stimmt. Ne? Stimmt, die baust du ja wieder selber, ne? So wie genau. Letztes Mal. Ja. Aber wir warten mal, bis alles da ist. Also heute erstmal Feierabend. Jetzt ist Feierabend, mein Engelchen. Nein. Nicht mit deinen schmutzigen Fingern. Du darfst mich jetzt waschen. Ja. ich glaube, wenn die Teile da sind, brauche ich noch ungefähr 2 bis 3 Monate. Also jetzt, wenn ich am Stück arbeiten würde. Da geht der Bus zurück aufs Festland. Bis es fertig ist und ausgebaut ist. Mhm. Ne? Und dann geht's los auf die erste Tour. Wohin auch immer. Steht noch nicht fest. Auch in den nächsten Folgen haben wir noch genug zu tun. Und es ist ja nicht nur der Schulbusausbau. Uns fällt ja immer irgendwas ein. Conny muss immer irgendwas bauen. Reparieren. Ja. Ja. Ich habe auch immer irgendwas zu tun. Also, das wird schon wieder gut.
Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Joyn.